Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Wir sind noch immer dabei, den Panama-Kanal zu surveyen. Wir haben hier einen Konflikt wir ignorieren. Wir haben hier einen Konflikt in Griechenland, den wir ebenfalls ignorieren, weil ja da schon Russland drinnen ist und wir echt keine Lust haben, da irgendwie was zu machen. Und da genauso. Und es ist so ein Wapplerland. Das interessiert uns echt nicht. Naja, immerhin Dritter sind wir. Und vor Großbritannien nur Sechster, was die Punkte betrifft. Wie kann, was? Wie hat Großbritannien so ein geringes BIP? Wieso kommt nur Frankreich halbwegs mit mir mit? Und mal die. Oh, wir haben es gerade erfüllt. Wir müssen nur bis zum Ende spielen. So. Okay, soll sein. Wir müssen jetzt vor allem unsere Leute glücklicher machen, unser BIP weiter steigen lassen. Da hatten wir ein bisschen ein Dings in between. Wir sind super reich im Vergleich zu allen anderen. Wir sind vielleicht nicht die fortgeschrittensten, aber wir haben Geld. Macroeconomics unlocked. Plus 50% Trade Route Volume. Plus 25% Trade Route Competitiveness. Okay. Allerdings Trade Routes brauchen wir eigentlich irgendwelche Trade Routes. Aber Elektrizität kann man nicht traden, oder? Kann man das traden? Nö. Habe ich fast befürchtet. Klar. 5000 Tools. Tausend amerikanische Tools. Immerhin. Noch die sizilianischen und die kanadischen. Ah ja, die irischen mit 7.000, sondern nur noch 5.500 oder so. So, Glas. Davon gibt es viel zu wenig. Der Markt, amerikanischer Markt, das war's dann. Wobei, ich überlege gerade, wir könnten auch Markt einfach um Nassau mehr an uns zu binden. Schwefel gibt es keinen weltweit. Ich fürchte auch Öl nicht. Nope. Kein Öl. Okay, Luxus. Unfassbar, uns fehlen Fine Arts Galleries. Machen wir mal expand. Das sollte ja wohl reichen, oder? 236. Okay. Aus Mexiko, aus Kuba, aus Haiti, Bolivien, warum nicht? Neugranada, Philippinen, Bali,
Jambi. Wurscht, wir haben genügend Convoys. Wieso also nicht? Das macht alles Geld. Banja, Isaki, El Salvador. Und wir haben so viel von diesem Zeug. Apropos, also wir hätten doch. Oh, wir könnten Workplace Safety raufhauen, wie nur was. Wir sind auf Level 2 gekommen beim Health System. Aber Workplace rauf ist auch gut, weil. Das heißt, weniger Tote durch Working irgendwas. Pro Dings 900, das heißt, wir können nur zwei. Ohne Probleme können wir mal zwei raufgehen. Gehen wir mal zwei rauf, dann schauen wir weiter. Wie viel Bürokratie wir dann noch haben. Okay, dann sollten wir vielleicht doch nicht so viel importieren. Radios, fürchte ich. Ja, keine Radios. Wein sollte aber funktionieren. Osmanen, Algerien, vom Papst, Südafrika, passt. Keine Riesenmengen, aber immerhin Tee. Brauchen nur. Nicht ganz so viel. Aus Südafrika. Von Qing und von den Paus. Vasen. Oh. Na, okay. So, Militärgüter, Munition, das sollten wir ausbauen auf jeden Fall. Passt. Mhm. Und Ironclads fehlen uns auch ein paar. Nein, keine Import Routes, sondern Spin Shipyards. Ah, das machen wir eh schon. Passt. Alles gut. Alles gut. Falachei möchte ein Trade Agreement. Akzeptieren wir doch glatt. Was hältst du davon, wenn du in die Customs Union kommst? Nochmal Bankrolling. Und das hören wir auf. Das Geld ist nicht das Problem, das wir haben. Und möglichst viele Leute mit möglichst vielen O's haben. So. Moldawien ist auch noch gut. Serbien, glaube ich, brauchen wir eigentlich nicht wirklich, aber nachdem wir es können, können wir es ja. Aber noch echt schon wieder Interests. Kann schon wieder einen dazu nehmen. Hallo?
Okay. So, wer von denen die Schweiz und Hamburg? So, wartet mal. Wir sind wieder nicht in Famous. Vielleicht sollten wir ein bisschen warten mit dem Protektorat. Hamburg und die Schweiz. Ich schau mal. Nö. Oh, die Schweiz wird ein Protektorat von uns werden. Infamy 6. Aber ja, machen wir doch klar. Sind zwar dann wieder ein wenig notorious, aber die Schweiz in unserem Dienst zu haben, ist natürlich sehr Echt jetzt? Was ist mit euch Briten? Wie kann es sein, dass ihr das auch verloren habt? Wie könnt ihr das, wie könnt ihr diesen Krieg verloren haben? Schämt ihr euch nicht? Yay. So, wir sind zwar jetzt wieder infamous, aber das geht eh relativ schnell weg. Und unser GDP steigt auch das Blöde weiter. Rubber discovered im Tegu. Können diese Leute einfach sich mir anschließen. Wieso funktioniert das nicht, wenn man mal Deutschland gegründet hat? Normalerweise sollte das funktionieren. Wenn die Leute glauben, dass es besser ist, bei mir zu sein, sollten sie sich mir anschließen. Ich meine, schaut euch das mal an, die sind einer nach dem anderen im Turmoil. Jeder von denen hat irgendwelche Aufruhr und Aufstände. So, schauen wir mal, wir haben sicherlich 28 States in Turmoil. Das war schon mal schlimmer. Inactive Trade Routes. Okay. Wir sind gar nicht so schlimm. Die Trade Routes. Aber ich hatte schon Schlimmeres. So, ich überlege gerade auch, wir könnten natürlich exportieren. Dinge, die sehr, sehr günstig sind. Artillerie zum Wobei, nein. Nein, 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 nein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon alle Kasernen auf die neueste, auf die modernste Dings umgestellt. Nein, haben wir natürlich nicht. Das machen wir mal als erstes. Wie überall. Uff, weil dann sind die Radios super teuer. Viel zu teuer. Mies. Kann man nicht machen.
Okay, das heißt, wir brauchen mehr Radios. Das ist das, was wir Nochmal 10 nach Ostgalizien, 11. Und nochmal so viel in die Lombardei. Das waren jetzt mehr, glaube ich, oder? Nein, doch nicht. Fünf. Und Brandenburg machen wir auch noch fünf. Dann stellen wir sämtliche Government Buildings auf Telefone um, weil ich glaube, in Wirklichkeit und Telefon ist zu teuer. Kann das nicht umstellen alles. Gibt es hier nicht. Nochmal Telefon noch ein bisschen teurer. Indem wir noch ein bisschen umstellen. Das eine oder andere. Zentralungarn zum Beispiel. Österreich. Diese Einser, da kann man auf jeden Fall umstellen. Okay. Flämische Einwanderer in Hannover. Finde ich gut. Okay. Was wollen wir das umstellen? Okay. Rousing speech captivates the public. Okay. This afternoon, Franz Häusser, Leader of the Petite Bourgeoisie delivered a fiery speech advocating for the enactment of dedicated police force. This should case the path to reform. Dafür. Und Performance like these reflect well on Franz Häuser. Ja, okay. Das interessiert uns. Machen wir das. So. Oh. Ah, shit. Ich habe jetzt nur auf die Gebäude geschaut und habe ganz übersehen, dass wir da ja noch was haben.
Was heißt noch was haben? Das ist neu. Heißt, warte mal. Das ist sie wurscht. Nein, da, okay. Ich habe da tatsächlich im arabischen Hauptquartier eine Einheit stationiert. Schau dir was an. Du mobilisierst und greifst hier an. Dann mobilisieren wir noch den Buben in Triest. Du bist auch schon 92. Ah, nicht in Triest, in Venedig. Ah, oh ja, Triest. Die sind definitiv in Triest. Auto 50, ja, der ist in Triest. Ich meine, wir könnten rein theoretisch hier natürlich auch noch eine Naval Base hier bauen. Die würden dann auch da dazugehören. Das heißt, das wären dann 60 Leute. Der Ignaz. So, wir geben noch den Auftrag für die Naval Invasion und dann machen wir Schluss für heute. Circa. Lauter neutrale Staaten. Neben. Da machen. Wie können wir da schon überhaupt ein Plus haben, wenn wir noch nicht einmal irgendwelche Truppen dort stationiert haben? Okay, da brauchen wir gar keine Truppen, um das zu machen. Dedicated Police Force finde ich gut. Und finden auch praktisch alle anderen gut. Bis auf die Landowners. Aber die Landowners sind fast marginalized mittlerweile. Ja. Kann nichts machen. So. Police Force kann man jetzt auch aufbrummen. Auf die volle Wäsche. Das hilft uns gegen die Radikalen. Ja, das ist die. Das ist definitiv wichtiger als die Working Conditions gescheit hinzukriegen. Okay. Unser ganzer Staat wird immer weniger radikal. So wahnsinnig. In einem Jahr haben wir minus 8 Millionen Radikale gehabt. Und, boah, plus 3 Millionen Loyalisten. Du Irre. Was so ein bisschen liberale Reformen alles bringen.
Geht auch ein bisschen rauf. Im Vergleich zu unseren Nachbarn sind wir da Vorteil. Gerade mal Frankreich und Skandinavien halten mit uns mit. Aber Skandinavien hält hauptsächlich deswegen mit, weil sie in unserem Markt sind. Überhaupt alle, die in unserem Markt sind, halten gut mit. Hat man immer Infamous, ja. Oh, wir sind auf minus 186 mittlerweile. Oh, wir machen sogar, wir improven sogar mit Luxemburg, schau was an. Ja. Einen noch. Mal schauen. Einen. Niemand hier? Na. Persien könnten wir. Oh nein. Einfach, weil ich hoffe, dass wir dort irgendwie Rohstoffe herkriegen. Okay, meine Lieben, es war mir wie immer ein Fest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss euch.